Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Jo, wir sind hier auf Kila, im Dorf der Eingeborenen, also die Insel Kila im Dorf der Eingeborenen, und möchten jetzt mit Makoto sprechen, um ihn mit einem Voodoo-Zauber auch zu belegen und damit dem Häuptling hier zu überzeugen, die Piraten am Leben zu lassen. Also Makoto. Ein Gucho? Ja. Hier? Makoto gewusst, dass Kamil schwacher Tonka. Oh. Lässt ärmlichen Menschen in unser Dorf und spuckt auf Ehre der Kila. Na, so ist es nicht. Wen nennst du hier ärmlich? Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen, ja genau. Ich bin nicht hier, um Ärger zu machen. Das ist Makoto klar. Aber du bringst Ärger mit dir. Hö. Du nicht mal gut genug, um die Arbeit unserer Muleke auf dich zu nehmen. Guchos wie du taugen zu gar nichts. Weniger wert als Dreck, auf den Makoto tritt. Du besser gehst mir aus den Augen, Gucho. Oder du enden wie dieser Gucho Slim in Gefangenschaft. Wenn dir jemand so dumm kommt, gibt es nur eine Möglichkeit. Die wäre? Komm ihm noch dümmer. Ono Palava, verschwindet endlich! Woher kommt denn dein Hass auf die Piraten? Kann es sein, dass du hier das Großmal im Lager bist? Oh Gott, na. Hass auf Woher Piraten? Kommt dein Hass auf die Piraten? Makoto hasst nicht nur Menschen von Strand, sondern alle Guchos. Makoto kennt die Geschichten, die man sich erzählt. Eure Donnerstöcke sind schneller als der Wind und eure Gier ist größer als jeder Felsen. Ihr legt Eisen um unsere Frauen und Männer, zertrampelt, was wir erbaut und entweiht, was wir verehren. Als die Tivas euch schufen, mussten sie voller Zorn gewesen sein. Kann es sein, dass du hier das Großmaul im Lager bist, Alter? Kann es sein, dass du hier das Großmaul im Lager bist? Makoto ist kein Großmaul. Makoto stärker als Baraka, klüger als Tenya und schneller als Tadashi. Naja. Wenn ich nächster Chaka, wir Kila werden stark und bekriegen alle Guchos. Ich merk schon, das führt zu nichts. Ja, ich muss noch einmal kurz mit dem Häuptling sprechen, fällt mir gerade ein. Dass wir ja nichts versäumen wegen dem Slim, ne? Der Schlimme Slim. Slim ist schlimm. So. Ich möchte mit dir über Slim, den gefangenen Piraten, sprechen. Ich möchte mit dir über Slim, den gefangenen Piraten, reden. Reden? Ono Palava, Gucho. Die Guchos bringen den Tod und verdienen ihn zugleich. Hiruto hat keinen Grund, ihnen zu vertrauen. Also erwartet den gefangenen Gucho der Tod. So, genau das wollte ich nämlich, wegen Quest und so. Das bedeutet, ich finde jetzt schon wieder nicht die Treppe an, die war herüben da, glaube ich, irgendwo, da. Das bedeutet, ich werde versuchen, den Trottel da jetzt zu übernehmen. So, werde mal ganz fix speichern. So. Und ja, bitte. So, dazu muss ich mal kurz in mein Inventar. Ich denke, Magie wird das sein. Voodoo-Puppe Makoto, da ist sie ja. Ich würde sagen, ich lege sie mal auf die 8. Und würde sagen, probieren wir es mal. Oh, mein Kopf. So. Boah, wie schaue ich aus? Yay. Ich bin jetzt ein Ureinwohner, eingeborener Typi. Ja. Ich würde mal sagen, wir schauen uns hier mal um. Vielleicht können wir jetzt noch ein bisschen mit ihr sprechen. Hallo, Ting. Großes Voodoo, Gucho. Ja? Du hast es geschafft. Ja? Nicht schlecht, was? Sie. Aber wisse, wer das Fleisch kontrolliert, trägt Verantwortung. Die Hülle des Lebens ist sehr zerbrechlich. Wie geht's jetzt weiter? Sprich mit Chaka Hiruto. Überzeuge ihn, dass nicht alle Guchos eine Bedrohung sind. Da du nun den Körper eines Tonka kontrollierst, wird er dich anhören. Na gut. Ich habe aber das Gefühl, dass ich was versauen könnte. Oh, ich kann nicht speien, stimmt genau. Das geht ja nicht, wenn man im falschen Körper steckt. Na dann, hi Chef. Chaka Hiruto, Makoto möchte mit dir über die Guchos sprechen. Chi, die Zeit für Karaka ist gekommen. Die Guchos werden bald geopfert. Nein, Makoto schlägt vor, vertrauen wir den Guchos und suchen Frieden. Frieden? Mit den Guchos? Hiruto zweifelt an Makotos Worten.
Hat Makoto nicht vorgeschlagen, die Guchos zu bekämpfen, wo sie uns begegnen? Makoto hat seine Meinung über die Gucho geändert. Die Tonka hat Kila. Was? Die Tonka der Kila werden nicht kämpfen. Meinung geändert. Makoto hat seine Meinung über die Guchos geändert. Makoto sollte seine Meinung nicht ändern. Seine Meinung sollte fest sein wie der Stamm eines Baumes. Aber die Tradition verlangt es, dass ich einem Tonka die Möglichkeit gebe, mich zu überzeugen. Deine Stimme allein ist mir nicht genug. Nenne Hirutu Argumente von 3 weiteren Kila, warum wir nicht gegen die Guchos in den Krieg ziehen sollen. Ist dieses geschehen, wird Hirutu Makotos Wunsch achten. Vorher nicht. So, die Meinung der Kila ist Hirutu also wichtig. So, die Meinungen der Kila sind Hirutu also wichtig. Chi, wenn sie dir 3 Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten. Doch bis dahin ist der Krieg gegen die Piraten beschlossene Sache. Sie alle werden den Hike geopfert. Hurra! Das heißt, dann würde ich mal sagen, fangen wir an. Servus. Ixil grüßt Makoto. Was denkst du über die Gucho? Was denkst du über die Guchos? Wieso möchte Makoto das wissen? Ich versuche Hirutu zu überzeugen. Ich möchte einfach wissen, was du darüber denkst. Ich versuche Hirutu zu überzeugen. Hirutus Sicht der Dinge ist auch meine Sicht der Dinge. Damit kann ich nicht viel anfangen. Taka? Makoto hat nur laut gedacht. Habe ich da jetzt schon was falsch gemacht? Ohne guten Grund wird Hirutu seine Meinung über die Gucho nicht ändern. Ohne guten Grund wird Hirutu seine Meinung über die Guchos nicht ändern. Uwamba. Chaka Hirutu voller Zorn. Nicht einmal die Worte eines Tonkas besänftigen ihn. Dann höre meinen Rat. Wenn wir Kila den Kampf mit den Guchos suchen, wird unser Stamm gute Männer verlieren. Und ohne unsere Männer wird unser Dorf schutzlos sein. Die Worte der Weisheit. Und jetzt bräuchte ich noch eine Person, ne? Ich würde sagen, der, was da vorne am Eingang steht vielleicht. Ich hoffe, ich kann da hin. Schaut gut aus. Hallo, Kamil. Makoto, dieser Tonka hat zu tun. Kamil, keine Zeit für kleinen Tufa. Wie hast du mich genannt? Tufa? Wie hast du mich genannt? Wie hast du mich genannt? Kleiner Tufa, weil deine Füße 2 linke sind. Du wirst niemals ein wahrer Tonka sein. Du wirst müssen mehr Maloche, wenn du die Hika an deiner Seite willst. Was hältst du davon, die Gucho zu opfern? Du schuldest mir noch Gold. Na, Gucho opfern. Was hältst du davon, die Guchos zu opfern? Große Bambule mit Guchos? Nein, das ist dümmste Idee, die jemals deinen Mund verlassen hat, Makoto. Das war Hirutas Idee. Vielleicht hast du recht. Das war Hirutus Idee. Oh, dann Idee doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Trotzdem nicht die Lösung. Die Hike helfen nur denen, die sich selbst helfen. Sie werden uns keinen Frieden bringen, wenn wir nicht machen ersten Schritt. Genau wie sie werden dir kein Glück bescheren, wenn du nicht anfangen mit Maloche. Das könnte hilfreich sein. Du schuldest mir noch Gold. Du schuldest mir noch Gold. Ich schulde Makoto kein Oro. Wenn du nicht bald gehst arbeiten für eigenes Oro. Ich sehe nicht, wie du willst überleben, kleine Muleke. Einen Versuch war's wert. Alter, ich hatte schon Angst, dass die Seele darunter leiden wird. Einmal Pirat, immer Pirat. Das ist halt so. Okay, wir haben jetzt mit 3 gesprochen. Ich hoffe, das reicht. Hallo. So, die Meinung der Kila sind Hirutu also wichtig. So, die Meinungen der Kila sind Hirutu also wichtig. Hatten wir das nicht schon? Wenn sie dir 3 Argumente für den Frieden geben, werde ich ihren Wunsch achten. Tenya sagt, wir Kila werden beim Kampf gegen die Gucho viele Männer verlieren. Tenya sagt, wir Kila werden beim Kampf gegen die Guchos viele Männer verlieren. Muleke werden schutzlos sein, wenn sie nicht mehr sind.
Chi, der Schutz unseres Volkes ist wichtig. Das sollte ich bedenken. Ich hoffe, du hast noch mehr, denn sonst ist mir das zu wenig. Kamils Meinung ist, dass die Ahnen nur denen helfen, die sich selbst helfen. Ihre Hilfe zu erflehen, wird sie nicht dazu bringen, uns beizustehen. Das ist wahr. Doch ist das noch nicht genug. Ja, dann fehlt mir noch ein Argument. Wie gesagt, von ihm werdet ihr wahrscheinlich keins kriegen. Vielleicht die Wache da. Dass der uns noch was sagen wird. Wenn ich ihn anfinde. Da, hallo. Yala, Makoto. Okay. Nix da. Vielleicht muss ich auch Chani finden. Oder ich habe bei dem einen was falsch gemacht. Das kann auch sein. Bei dem da. Hook! Tonka! Das kann natürlich auch sein, dass ich da jetzt was verkehrt gemacht habe. Es könnte aber auch sein, dass es noch irgendwo einen Eingeborenen gibt. Ich glaube, hier ist tatsächlich noch wer. Hallo, wer bist denn du? Bahati. Oha, Makoto. Sumtaka Bahati? Kannst du mir etwas Gutes über Gutschuss sagen? Kannst du mir etwas Gutes über die Gutschuss sagen? Warum Palaver in Sprache der Gutschuss? Ich möchte den Gutschuss helfen und lernen ihr Palaver. Ja, sonst verstehen mich hier keine Schweine. Ich möchte den Gutschuss helfen und lernen ihr Palaver. Uwamba mea tosheka. Hike sum kapo. Du wollen wissen, was ich denke von Gutschuss? Ja. Bahati denken, dass wir genug andere Probleme haben. Überall Mortau und Spinnen. Es wäre besser, wenn wir uns mit den Gutschuss verbünden würden. Makoto Shakeke. Makoto Shakeke. Makoto Shakeke. Takamaloche? Ganz meine Meinung. Steintafel des Kriegers in Narcos. Achso, das geht jetzt nicht. Ich muss Dingsbums sein. Wieder in meinem Körper. Alles klar. Ich glaube, wir haben jetzt unser drittes gutes Argument. Ei, was ist das hier? Blaue Blume. Okay. Aha. Hier ist Kabut. Schön. Ich hoffe, hier ist keiner zu Tod in den Tod gestürzt. Unschuldiges Äffchen. Ich habe das Gefühl... Ui, ein Teleportstein. Tada. Dafür habe ich nicht den richtigen Gegenstand. Ich wollte es mal probieren. Warte, was? Nein. Ich wollte nur kurz schauen da hinten, ob vielleicht was ist. Ich muss nur aufpassen, dass ich da nicht runterfalle, dann bin ich tot. Das wäre nicht so schön. Hallo. Herr Papagei. Passt. Wir hätten unser drittes Argument für die Gutschuss. Dann würde ich sagen, wir reden mal mit dem Häuptling, ne? Da, 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 da. Servus, Chef. Also, so die Meinung der so, Kieler. So, die Meinungen der Kieler sind Hiruto also wichtig. Chi. Wenn sie dir drei Argumente... Ich verspreche das mal. Die Kieler werden untergehen, wenn wir nicht auf sie achten. Tawonga, Hiruto hatte das nicht bedacht. Das ist allerdings noch nicht genug. Such weiter. Nein, keinen Kampf. Chi, du hast Hiruto überzeugt. Ein Kampf gegen die Gutschuss ist unter diesen Voraussetzungen eine schlechte Wahl. Danke, Makoto. Geh nun wieder auf deinen Posten. Ich muss mich nun weiter meinen Aufgaben widmen. Gut. 400 Ruhm, das passt. So, wir gehen zurück auf unseren Posten. So. Zurück in meinen Körper. Na, wie geht's? Yala Yala oder Makoto wird böse. Ja, ja. Ich geh schon. Okay.
Dann würde ich sagen, reden wir mal mit dem Chef oder mit Tenya. Oh, habe ich jetzt einen Blödsinn gemacht? Hätte ich mit Tenya nochmal sprechen sollen? Das könnte sein. Höre, ich habe eine wichtige Entscheidung getroffen. Ja? Ach ja? Chi, ich werde die Piraten dulden auf unserer Insel. Aha. Woher jetzt der Sinneswandel? Mein Volk sprach in Weisheit zu mir. Ich werde auf seine Stimme hören. Tja, dann sag ich mal, den Ahnen sei Dank. Danke dir für deinen Rat. Hier, nimm dies, Friedensstifter. Cool. Ich möchte mit dir über Slim, den gefangenen Piraten, sprechen, nochmal. Ich möchte mit dir über Slim, den gefangenen Piraten, reden. Gut, Hoshi der Kila. Hiruto wird dir zuhören. Doch wisse, der Pirat Slim hat unseren Boden entehrt. Er ist Kabuki für uns, Kila. Kurz gesagt, er hat Mist gebaut. Chi, er hat Gaia erzürnt mit seiner Anwesenheit. Böse Aura. Tau, der Tod, erwartet ihn bereits. Sag, wie würdest du an Hirutos Stelle handeln? Dein Urteil ist gerecht, er soll geopfert werden. Verschone sein Leben, ja. Verschone sein Leben. Warum ist dir sein Leben wichtig? Wow, er wurde getäuscht und hat eine zweite Chance verdient. Ich sehe deine Entschlossenheit. Gut, dieses eine Mal werde ich den Rat eines Gutschus achten. Geh nun und berichte ihm von meinem Urteil. Coole Schuhe. So, da werden wir ihn gleich aufwecken, da wird er sich freuen. Dann müssen wir nochmal über die andere Hängebrücke laufen. Und mit der Dame da drüben noch sprechen. Hallo Slimfast, ich habe den Häuptling davon überzeugt, dich freizulassen. Ich habe den Häuptling davon überzeugt, dich freizulassen. Oh Mann, danke. Ab heute werde ich eine ehrliche Haut, ich verspreche es dir. Ich werde ab sofort jeden Tag eine gute Tat vollbringen und... Jetzt halt einfach den Rand und mach, dass du von hier verschwindest. Danke nochmal. Ich breche auf zum Piratenlager. Wir sehen uns. Ja, passt, servus. Ich würde sagen, wir hauen uns mal ein bisschen aufs Ohr. Es ist schon sehr dunkel. Ich hoffe, ihr seht noch was. Sind wir in der Geisterwelt? Das passiert jetzt ziemlich oft. Vielleicht bei uns? Achso, ich dachte gerade, bei uns ist da. Wir nehmen wieder den Seelenstaub mit. Ich habe überhaupt keinen Schimmer, was der bringt. Und ich habe auch keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Diesmal steht hier keiner. Kann das sein? Ich würde hier einfach nur gerne ein bisschen Seelenstaub einsammeln. Ich habe aber ein bisschen Sorge, dass wir gleich aus der Geisterwelt verschwinden. Aha. Ah! Ja, ist schon soweit. Schreck das nach. Das war schrecklich. Mein Kopf. Alles dreht sich. Hallo. Sieht so aus, als hätte ich einen guten Schaman gefunden. Hiruto ist offensichtlich der Richtige, der mir helfen kann. Wunderbar. Da machst du am besten, was er dir sagt. Er ist nun dein Arzt. Hau jetzt bloß nicht ab. Ich brauche deine Dienste noch. Wie schmeichelhaft, ja, sehr schön. Okay, so viel zu dem, dass es dark werden sollte. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ja, ich glaube, es wird hell. Soll ich so ein unschuldiges Äffchen opfern? Boah, das wird mit meinem Herzlein brechen. Ich mag die Quälerei nicht. Meh. Was machen wir jetzt? Genau, ich möchte mit der Dame da drüben nochmal sprechen. Das war jetzt, glaube ich, der eine Eingang. Ich muss, glaube ich, jetzt darüber. Hier rüber, ja. Die Äffchen sind tot. Die schlafen jetzt nur, oder? Ja. Au, au, au. Bones, du darfst auch helfen. Bitte. Ja. Zack. Zack.
und... Schade um das gute Opferfleisch. So. Naja, von den Affen kriegst du kein Fleisch, wirklich nicht. Zack. Oh. Und, du darfst auch mal, bitte. Was? Das ging schnell. Sehr gut. Ein unschuldiges Äffchen, das hätte ich jetzt fast ermordet. Hallo, Pahati. Du bist ein Gucho von fernen Kampas? Dörfern? Miyataka Geschichten von fernen Kampas. Kennst du Geschichten? Warum möchtest du Geschichten hören? Okay, ich erzähl dir etwas. Warum möchtest du Geschichten hören? Warum möchtest du Geschichten hören? Mia Moleke aus diesem Dorf, wie ihr Guchos unsere Kampas nennt. Noch nicht viel gesehen vom Rest der Welt. Bahati interessiert an Erzählungen aus fernen Kampas. Okay, ich erzähl dir was. Okay, ich erzähle dir etwas. Über die Piraten. Über die Piraten. Tschi, Piraten. Komische Guchos. Piraten machen den ganzen Tag nichts anderes als saufen und am Strand liegen. Bahati hat Eindruck, dass Piraten nette Guchos. Aber Bahati nicht wollen in Quere kommen mit Piraten. Ist vielleicht besser so. Haben komisches Voodoo. Über andere Länder. Über andere Länder. Kampas? Auf anderen Ländern? Es gibt viele Lager, Kampas, auf verschiedensten Inseln. Bahati wünscht zu sehen andere Länder, wie Gucho sie nennt. Und es gibt auch andere Kampas auf Ländern? Ja, sehr viele. Bahati nur kennen eigenes Land und eigenes Kampa. Über gefährliche Monster. Über gefährliche Monster. Bahati weiß Bescheid über Monster. Viele Spinnen auf Kila. Diese Kabuki machen Maloche schwierig. Erzähl mir auch was. Erzähl mir auch etwas... Über die Spinnen. Über die Spinnen. Dschungel gefährlich. Kabuki. Der Feind warten überall. Miyashika. Sammel nur, wo ist sicher. Aber jetzt, nichts mehr ist sicher. Spinnen überall. Gucho, besser passen auf. Über euer Leben. Über euer Leben. Jeder Kieler hat seine eigene Maloche. Muleke, eine wie ich, sammelt Bromba und Pflanzen. Ein Tonka beschützt Kila vor Kabukis, unseren Feinden. Ein Tufa jagt mit Shihoko, dem Speer, Tiere zum Essen. Und ein Gucho stellt dumme Fragen. Über Kila. Über Kila. Kila stolz. Kila verehren Gaia. Kila stark. Aber Bahati fragt dich, sind Guchos am Strand gefährlich? Ach was, solange sie Rum haben, werden sie friedlich bleiben. Man sollte die Piraten besser nicht provozieren. Solange sie Rum haben, werden sie friedlich bleiben. Ich glaube auch. Mia Tosheka. Bahati hofft, du hast recht. Krieg nicht gut für Kila. Mm-mm. Gaia ist großzügig. Guchos und Kila könnten in Frieden leben. Wenn du das sagst. Taschendiebstahl. Warte mal, ich muss das vorher speichern. Ich will da jetzt nicht einen Strike kassieren. Taschendiebstahl. Ja, 2 Jahre, passt. Lass uns handeln. Lass uns handeln. Chi. Tabulele. Tabulele, genau. Vielleicht hat sie ja so einen Knochen. Eine Tatze Jaguar-Herz. Das Herz eines Jaguar-Äffchenschädel. Tatze des Schwarzen. Der schwarzen Katze. Äffchenschädel. Knochen eines unschuldigen Äffchens. Da kaufe ich mir jetzt eins. Okay, passt, das haben wir. Brauchen wir kein Äffchen mehr töten. Ich bin glücklich. Nein, ich möchte den Handel akzeptieren, bitte. Danke. Opfergabe, sehr gut. Darf ich hier die Jade nehmen? Ja, schon aus. Was steht denn hier? Ja, bitte. Innerkos. Aha. Ich glaube, es heißt der lebendige Geist. Ein Krieger, stärker als das Stoffliche, durchdringt er Menschen und andere Wesen. Sein Symbol ist aus Jade. Auch ist er ein Freund der Spinnen des Dschungels. Oder heißt es Feind der Spinnen?
Egal, ich denke, Inakos Gaben sind das Spinnenbein und das Symbol aus Jade. Einen besonders großen Jadebrocken gibt es im Nordosten. Steht hier auf dem Stein. Und besonders hartnäckige Spinnen sind im Südosten von Kila zu finden. Dort soll man ein sehr hartes Spinnenbein finden. Na klar. Jo. Schöne Aussichten. Dann fehlt uns nur noch ein Steinchen zum Glück. Oder wie ich sagen soll. Vielleicht zum Unglück. Jetzt muss ich schauen, ob da unten irgendwo so ein Stein ist. Ich glaube, hier oben sind wir fertig. Gibt es außer hier irgendwo noch direkt im Dorf versteckt, irgendwo dahinter bei einem Häuschen oder so. Boah, schläft immer noch. Der ist voll fertig. Hi! Ach, kannst du mir zeigen? Samogeier. Ah, warte, bring mir das Jagen bei. Bring mir etwas über die Jagd bei. Das wäre cool, wenn wir noch das mit die Hörner kriegen könnten. Ich habe nicht genug Gold. Verdammt. Ja, stimmt, ich hatte gerade ein bisschen über die 100, ne? Ja, das ist natürlich recht wenig. So, ich trinke mal einen Schluck. Auf euer Wohl. Es könnte sein, dass so ein Stein der Weisen da außerhalb irgendwo ist. Also so ein Wissenssteinchen. Ui, was sehen denn meine Äuglein? Sofortigst, wenn wir den Teleporter hier aktivieren. Sofort. Geht doch. Sofort. Sehr gut. Nach dem habe ich die ganze Zeit eigentlich gesucht. Hervorragend. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt können wir problemlos hin und her switchen. Das wird auch auf die Stelle. Auf die Stelle wird das gespeichert. So. Passt. Jetzt bin ich mal zufrieden. Ja, da drüben ist tatsächlich so ein Ding. Hier, ich sehe ihn schon. Das heißt, hier geht es wahrscheinlich Krallenäffchen oder irgend sowas. Scavenger! Au! Zwei Scavenger, ist egal. Zack, zack, zack! Au! Herrschaft Zeiten. Ja, du gehst mir auf. Du bist der Viech. Hey, jetzt Boom! Drei! Ja, das wird jetzt interessant. Das wollte ich jetzt so eigentlich nicht, das wäre so einzeln. Aber Scavengers sind nie einzeln. Das habe ich mir gedacht. Nix. Oh. Da. Bones sollte ich mir da vielleicht auch mal. Jawohl, Bones ist gut unterwegs. Hoppala, das wollte ich gerade nicht. Ich wollte das essen. So eigentlich. Da. Auch erledigt gleich. Gleich. An der Stelle. Au. Viech, du nervst. Alter, wie schlecht bin ich denn bitte? Alter. So, bist du jetzt mal erledigt? Bitte? Na bitte, wenigstens eins konnte ich erledigen. Ui! Da ist ein Gorilla. So. Geht ja. Danke, Bones. So, rohes Fleisch einmal. Waren das jetzt vier? Ich glaube, das waren jetzt tatsächlich vier. Und ein Gorilla. Ich werde nochmal speichern. Ich hoffe, dass wir den Gorilla klatschen können. Und dann werden wir noch die Tafel lesen und dann hätten wir das mal. Ein Silberrücken. Noch schlimmer. Der ist stärker. Das ist ein Männchen. Bones! Bones? Bones? Au! Alter. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Das wäre mir jetzt sehr recht, bitte. Au. Wow. Alter, Alter. Bei uns, du darfst auch mal. Alter Schwede.
Aber ist machbar, glaube ich. Wenn Bones auch mal Bock hätte. Ach, ich bin wieder verdrückt. Na, das wollte ich jetzt nicht. Hallo? Ich will da raus aus dieser Geistesicht. Au! Vielleicht einen Rumshaufen. Alter. 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 Zack. 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 Au. Jawohl, geht ja. 400. Boah. Fell eines Silberrückens erhalten. Hurra, was haben wir denn da? Steintafel der Seherin Farah. Mal sehen. Also dies ist die Steintafel von Farah, der Sammlerin. Nein, Seherin. Ja, Seherin. Hier steht noch etwas über das Auge einer Hornmuschel. Aha, ich verstehe. Hornmuschel. Die Gabe von Farah ist die schillernde Perle, das Auge der Seherin. Ich muss runter zum Strand und schauen, ob ich in einer Hornmuschel eine schillernde Perle finde. Mhm, okay. Was, dann hätten wir das hier auch erledigt. Mal klubschen, ob es hier irgendwas gibt sonst. Hier mal Goldader, das nehmen wir auf alle Fälle mit. Zack. Und zack. Oh, ruck. Tada, 5 Golderz. Super. Gut. Gibt es da oben irgendwas? Schaut nicht aus. Halt, war da was? Also Bones. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder ins Dörfchen zurück. Ich schaue noch kurz darüber, ob hier noch irgendwas Tolles für uns ist. Für zumindest Proviant oder so. Da schaut nichts aus. Nein. Na gut. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, das war's dann für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.